Alle Leute und willkommen zum wahrscheinlich Finale von dem Spiel hier. Das letzte Mal haben wir die Kammer des Schreckens betreten und heute rennen wir von dem Stein weg, wie es scheint. Nein! Oh, das sieht natürlich... Oh, toll. Wie... Oh. Das sah irgendwie komisch aus, als ich das erstmal gezielt habe. Ja, also das ist hier wohl der Wegrennen-Teil, den die vom Troll-Fliehen-Teil übernommen haben, vom ersten Teil. Ist aber ziemlich kurz. Viel kürzer als erwartet. So. Und plopp, hä? Achso, herzhaft, der Ball rollt noch ein bisschen. Rollt hier rein. Der dreht einfach nur kurz rum. Na gut, dann springen wir einfach mal hier rein und... Alter, davon gibt es ziemlich viel von diesen Dingern. Die warten wohl von einem, dass man ziemlich viele braucht beim Endboss. Der ja auch mal bald kommen sollte, oder? Also ich vermisse den Endboss. Irgendwie ist die Kammer des Schreckens ziemlich, ziemlich groß. Und das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Langsam wird es langweilig. Ja, ich hab's gesehen. Oh, da hätte ich schon direkt drauf gehen sollen, oder? Plopp. Na gut. Vielleicht auch nicht. Das ist bestimmt gefährlich, da drauf zu sein. Während das kaputt geht. So. Ach so. Ah. Ich glaube, wir sind schon direkt beim Endboss, oder? Das ist doch der Endboss, oder? Das sieht voll nach dem Endboss aus. Huch. Na gut. Ups. Da wollte ich eigentlich nicht reinspringen. Mache ich aber direkt zweimal, weil ich so cool bin. Okay, hier soll man seine Vorräte auffüllen und dann hier noch ein paar Supertränke brauen. Wir haben davon ziemlich viele und wir haben noch keinen gebraucht, also sollte das kein Problem sein, der Bosskampf, weil das ist die letzte Chance, dass wir die Tränke überhaupt brauchen werden. Ich muss noch mal gucken auf hier Einstellungen. Zaubertrank ist Q. Okay, bei Q ist also der Zaubertrank. Merken wir uns, falls wir den brauchen. Das wäre lustig, wenn wir jetzt noch sterben werden. Ups, na gut. Also den Part fand ich jetzt nicht so lustig. Und speichern, nice. Gefällt mir. Und da ist die tote Ginny, so hieß sie. Ginny. Ja, die ist tot. Oh nein, sie ist tot. Ginny, bitte wach auf. Tragisch, tragisch. Ich finde es auch echt ein Erlebnis, dass sie jetzt gestorben ist. Doch. Achso, nee, will ich auch nicht. Sie lebt noch. Tom Schniedel. Gerade noch. Gerade noch. Die kleine Ginny hat Monat für Monat in mein langweilig. Erstmal strecken. Ich wurde stärker und stärker, bis ich mächtig genug war, um ihr ein wenig von meiner Seele einzuflößen. Was meinst du damit? Ginny Weasley hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Ne. Genau wie ich vor langer Zeit. Noch bevor ich zu Lord Voldemort wurde. Was? Nein. Nee. Doch, der bin ich, Harry. Ginny hat mir alles über dich erzählt. Ich fürchte, mit deinen jämmerlichen Zaubertricks kannst du dem größten Zaubermeister aller Zeiten nichts anhaben. Selbstverliebt. Der größte Zauberer der Welt ist Albus Dumbledore. Hier ist Harry Potter. Dumbledore ist weg. Echt mal. Und nun werde ich dir eine Lektion erteilen. Oh. Messen wir die Kräfte von Tom Riddle, dem Erben von Slytherin, mit denen des berühmten Harry Potter. Okay, machen wir ein Duell. Denn ja, komische Musik. Ist ja creepy. Hm. Fox! Fox der Phönix ist das. Ganz richtig. Ein Schwert von Dumbledore. Er war ja zweifelsfrei zu feige, selber zu kommen. Genau. Naja, es wird dir auch nicht weiterhelfen, Potter. Doch. Sprich zu mir, Slytherin! Schlag zu! Größter der vier von Hogwarts! Oh, es ist eine Schlange. Oh, die ist noch nicht da. Oh, ein Basilisk. Oh nein. Ah. Was soll ich dagegen nur tun? Das ist aber jetzt schwierig, ne? Hm. Ich glaube, ich tank das jetzt alles weg.
Ich meine, ich habe so viel Leben, wie es wie auch geht, nur. Ja, komm. Oh, Zeitlupe. Okay. Und Augen raus. Oh nein, er kann dich immer noch riechen oder so. Nein! Du kannst den Jungen immer noch riechen! Genau. Du kannst ihn immer noch töten! Töte ihn jetzt! Oh Gott, wie komisch ist das denn? Okay, man wird langsamer leider, wenn man zielt. Mist, ich hab verfehlt. Okay, ist das jetzt der Bosskampf oder? Werde ich sagen, aber habe ich gleich schon gewonnen? Yay, gewonnen. Das war ein schwieriger Kampf. Mensch, wow. Okay. Hört das Geräusch jetzt so, oder? Ey, wie habe ich nicht getroffen? Ich habe doch voll getroffen. Huch, oh, das braucht schon extrem viel Schaden. Komm schon. Nochmal da raus. Wieso hat er gedodged? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wie treffe ich denn hier nie? Wie treffe ich denn hier nie? Wieso treffe ich nie? Hä? Willst du mich verarschen? Irgendwas mache ich falsch, oder? Ich kann ihn nicht treffen, oder was? Okay, da habe ich wirklich nicht getroffen, aber... Spiel? Funktionierst du jetzt nicht mehr? Oh, ich habe ihn getroffen. Also wie soll ich das denn ausweichen? Willst du mich verarschen? Okay, ich lade die Sprüche jetzt nicht mehr so auf, glaube ich. So. Alter, willst du mich verarschen? Der weicht viel zu viel aus. Viel zu viel. Okay, da habe ich nicht getroffen. Also wie soll ich den denn treffen, wenn der immer ausweicht? Guck, wie? Gibt es da irgendeinen Trick oder so? Huch. Ja, ist gut, ich nehme einen Trank. Ach so. Ich dachte, es heilt einen voll und so, aber... Anscheinend wohl nicht. Das heilt nur so ein bisschen. Okay, dann könnte es schon ein bisschen kritischer werden. Okay, gibt es da irgendeinen... Eine bestimmte Animation, wenn ich den treffen kann. Jetzt. Tatsächlich. Gibt es. Okay. Werde ich mir merken. Das heißt nach links, nach rechts. Und jetzt. Na gut. Ja, ist gut. Huch. Ja. Nehme noch einen Trank. Nach links gucken, nach rechts gucken. Und jetzt. Tot. Was nicht? Willst du mich verarschen? Jetzt hat er noch 3 Leben oder so. Nach links gucken, nach rechts gucken und jetzt. Was? Die habe ich nicht getroffen. Der ist tot. Der hat kein Leben mehr. Der ist offiziell tot. Hallo. Ich habe den schon ein paar Mal jetzt mit dem vollen Schlag getroffen. Endlich. Geht doch, Alter. Full Life gewonnen. Was war das denn für ein Kampf? Da war die Spinne spannender. Wieso brennt das jetzt? Was ist das denn plötzlich für Musik? Die Musik passt ja überhaupt nicht. Nein! Doch! Idiot. Und weg ist er. Genau jetzt. Cool. Du bist ja doch nicht tot. Das ist ja langweilig. Da ist ein Abgrund. Harry. Kick die runter. Harry, ich wollte es dir sagen. Oh. Ich war's, Harry. Juckt mich doch. Juckt mich. Juckt mich nicht. Ja, interessiert mich vielleicht nicht. Nein, ist nicht alles gut. Komm, Ginny. Verschwinden wir von hier. Happy End. Hallo, Harry. Hallo. Professor Dumbledore,
Ich dachte, sie wären beurlaubt. Ja, echt mal. Lucius Malfoy hat allen Schulräten angedroht, sie zu verfluchen, wenn sie mich nicht entlassen. Aber sie haben sich nicht von ihm einschüchtern lassen. Ha. Jetzt, wo der Erbe verschwunden ist und der Basilisk zerstört wurde, glauben sie auch, dass Hagrid unschuldig ist. Oh. Er wird schon bald wieder in seiner Hütte sein. Yay. Was ist mit Lucius Malfoy? Wird er weiterhin Ärger machen? Ja. Das bezweifle ich. Er war es wohl, der Ginny das Tagebuch untergejubelt hat. Wenn er noch einmal so etwas versucht, kann er damit rechnen, dass er das Zaubereiministerium am Hals hat. Mhm. Und Professor Lockhart? Ich befürchte, er hat sein Gedächtnis. Woher weißt du das? Oh nein. Wenn da davon kein Wort in der Story hier. Wie will er denn jetzt bloß nachdenken, wenn er nicht mehr über sich selber nachdenken kann? Setz bloß nicht Professor Snape für ihn ein. Er ist einfach zu... gut als Zaubertrank. Ihr habt alle Großartiges geleistet. Du meinst wohl ich. Das war sicherlich eine schreckliche Erfahrung. Die beiden anderen haben nichts gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so viel Zeit in einer Mädchentoilette verbringen würde. Versteinert zu sein ist wirklich grauenhaft. Echt? Aber ich habe eine Menge dabei gelernt. Ich werde all meine Erfahrungen aufschreiben. Vielleicht bekomme ich dafür eine gute Note. Nein, bekommst du nicht. Wir verrängen. Helfen, schafft man einfach alles. Mit Teamwork schafft man alles. Mit Freunden schafft man alles. Eine Sache, man braucht nur gute Freunde. Nicht überlebt. Als Goyle rumzulaufen, war wirklich nah an der Schmerzgrenze. Unten findet eine Feier für euch statt. Auf was sollen wir als erstes anstoßen? Auf mich. Auf Freundschaft. Nein, auf mich. Loyalität und Mut. Aber und Teamwork. Auf die Freundschaft. Alter, die mit dem Freundschaft, ne? Wollen die da auch so richtig schlechte Message schreiben? Die Sonne vom Himmel herab. In Hogwarts war wieder Normalität eingekehrt. Bis auf ein paar kleine Unterschiede. Harry ist jetzt scheiße. Der Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde gestrichen und Lucius Malfoy wurde aus dem Schulbeirat entlassen. Yay. Draco führte sich nicht mehr länger so auf, als gehöre ihm die ganze Schule. Er sah jedoch sehr verärgert und beleidigt aus. Ginny Weasley erholte sich schnell wieder von der ganzen Geschichte. Das ist unser letzter Tag in Hogwarts. Das Einzige, was jetzt noch ansteht, ist die Hauspunkteauswertung in der großen Halle. Wenn du noch irgendetwas anstellen möchtest, solltest du das besser tun, bevor du zur Hauspunkteauswertung gehst. Einverstanden. Das heißt, jetzt können wir hier nichts mehr machen. Oh nein, wir können auch nicht mehr Duelle machen, oder? Was? Könnte kritisch werden, aber ja gut, wir brauchen ja nur noch eine Silberkarte. Hey. Hast du Lust auf einen? Jo. Was verkaufst du denn? Eine silberne Bildkarte, die färbt bestimmt nicht ab. Sie färbt garantiert nicht ab. Gib, die haben wir wahrscheinlich im Wald irgendwo vergessen oder so. Juckt mich auch nicht, ich will die einfach haben. Vielen Dank, Harry. So, ich hab, ja, du hast jetzt nichts mehr. Geh ich weg. Habe momentan nichts ich weiß, jetzt geh weg. Später noch mal vorbei. Geh Dann weg, ist geh weg. Voll. Geh weg. Und damit haben wir jetzt alle bronzenen und silbernen Karten in diesem Game. Cool, ne? Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eins. So, die goldenen Bildkarten. Die gibt es ja auch noch. Ja, ja. Und die gibt es ja in dem Bonusabteil, was da hinten irgendwo war. Da können wir ja mal schnell hinhuschen. So, und da bin ich schon. Mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt hingehen. Und eins und zwei und 3 und 4. So. Und hier sollte es jetzt die goldenen Karten geben, glaube ich. Ist das hier mit Zeit oder so? Nee. Okay. Was gibt's hier denn so? Ah, sieht ja schön aus. Schön, schön. Ja, toll. Aha. Ja, sehr schön. Wow. Tolle Vorhänge. Finde ich echt gut, dass sie die hier hingebaut haben. Das war toll. Achso, es geht noch weiter. Okay. Also Boden brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen nur die... Oh nein, das ist mit Zeit. Och nein, ich will nicht mit Zeit. Och nee, wieso mit Zeit? Ich hasse es, wenn das mit Zeit ist. Wieso müssen die das mit Zeit machen plötzlich? Och nee, die sind doch blöd, ey. Na gut. Dann ist das halt mit Zeit. So. Ja, ich sehe es. Okay, aber... Okay, das ist der Bodenmacher. Gut. Also hier ist Zeit angesagt. Und dann wieder ein Jump'n'Run. Oh, nee.
wenn man da verkackt, muss man wahrscheinlich wieder alles von vorne machen oder so. Okay, hier kann man aber zum Glück keine Zeit verlieren. Okay, und so viel perfekt, wie ich das gerade mache, kann man auf jeden Fall überhaupt nichts falsch machen. So, was muss man hier machen? Einfach nur Bretter und dann geht's weiter, okay. Das war der zweite Raum. Was gibt's als nächstes? Spinnen. Okay. Da ist er. Und, oh, Spinnen. Nein, nein. Oh, ich dachte, ich könnte abkürzen. Oh, das wäre so lustig gewesen. Ja, was muss ich hier machen? Aha. Ich kann das hier aufmachen und was bringt das jetzt? Achso, hier geht's weiter. Sag das doch. Mhm. Haben wir jetzt die Bildkarte da verpasst oder was? Sehr dumm. Hätte ich wohl... Ja. Soll ich nochmal zurücklaufen? Verbraucht aber jetzt viel Zeit. Wahrscheinlich. Ah, egal, dann haben wir jetzt eine verpasst. Juckt mich auch nicht. So. Ja komm, eine Bildkarte haben wir dann verpasst. Juckt mich auch überhaupt nicht. So, was gibt's hier? Ein dunkler Raum, da passiert bestimmt nichts. Wow, das war spaßig. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, wieso die das eingebaut haben hier. Idioten. Aha, noch mehr verschlossene Truhen. Türen. Alles ziemlich langweilig hier. Was ist hier? Wieder ein leerer Raum. Okay. Wir wollen einen auch verwirren, oder? Aha, ja, ich sehe es. Wird noch ein Jump'n'Run oder so. Okay, ein Runterfall-Ding. Wird das. Und noch eine Bildkarte. Nice, okay. Cool, cool. Weiter geht's hier unten. Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel Zeit. Vorsprung. Zeitvorsprung. Deswegen sollte es kein Problem sein. Ich glaube, wir schaffen hier alles. Ja, ja. Viel Pendel und so. Huch. Nein, was? Och, Harry. Okay, ich verstehe nicht ganz, was man hier machen soll. Ach so. Sag das doch. Das weiß ich ja nicht, dass sich das öffnet, wenn ich da reingehe. Also wenn ich das verschiebe. Hätte man mir auch sagen können. So, wir haben natürlich den richtigen Weg genommen. Cool. Deswegen kriegen wir jetzt noch eine Bildkarte. Nice. Was gibt's hier? Aha. So, was gibt's hier? Aha. Und kriegen wir einfach rüber und da haben wir wahrscheinlich wieder eine Bildkarte verpasst oder so. Ich hab mich auch irgendwie rein gar nicht mehr. Vielleicht kann man ja auch goldene Bildkarten irgendwo kaufen. Wer weiß. Aha, was muss man hier machen? Aha, keinen Plan, was man hier machen soll. Natürlich habe ich einen Plan. Wer hat denn keinen Plan? Der, der keinen Plan hat, soll sich mal schämen. Ich habe es nämlich schon gelöst. Das soll, glaube ich, so eine Art Rätsel gewesen sein. Ein Rätsel, das Zeit kostet. Ist natürlich gefährlich. So, und nochmal draufhauen. Ist ja interessant hier. Also die Hälfte der Zeit haben wir noch übrig. Ungefähr. Und ja, eine Bildkarte haben wir ja leider verpasst. Ist natürlich ärgerlich, dass wir die verpasst haben eigentlich. Vielleicht kann man die aber nochmal durchlaufen. Das ist natürlich nice. Aha, aha, das öffnet sich so. Und dann können wir hier hoch irgendwie. Und kriegen vielleicht noch eine Bildkarte, oder? Aber da unten sind bestimmt auch ganz viele Bildkarten, die wir gerade verpassen. Hunderte Bildkarten sind da, die wir verpassen. Und plopp, okay. Und, oh, war's das? Okay, das war's. Haben wir jetzt nur eine verpasst oder wie viele haben wir verpasst? Eins? Nur eine. Dupdi-dupdi-du. Schöner Tag heute, ne? So, und damit haben wir jetzt, glaube ich, alle Bildkarten, die es gibt. So, auf dem First Try auch noch. Halbwegs. Und, cool. Das ist wohl, Boden. Bertie Bots, genau. Und das ist Elvis Dumbledore. Oh, guck mal, der kann zaubern. Das ist ja cool. Was sieht das denn? Das sieht cool aus mit dem... Der Effekt sieht cool aus. Das ist Gryffindor. Na gut, das ist ja das nicht. Mhm. Das ist ein Idiot. So, und was ist das? Das ist Salazar Slytherin. Und das ist Helga Hufflepuff. Tolle Dame. Schöne Blumen. Und was ist das? Das ist... Der, okay, das ist der Typ. Der neue Superheld von Marvel. Der mit dem neuen Film. Und das ist Parag... Ja, genau, der da. Und das ist, aha, das ist die. Und das ist Ravenclaw. Und das bin ich.
Wieso bin ich hier? Okay, habe ich jetzt... wo war nochmal Dumbledore? Der war, glaube ich, ganz am Anfang, oder? Dumbledore? Dumbledore? Ja, Dumbledore war ja am Anfang. Cooler Typ. Cooler Typ. Der ist natürlich ein 101. Und ich bin die Nummer 100. Das ist natürlich lustig. Ja, da haben wir jetzt alles, oder? Da sind wir jetzt 100% vollständig komplett. Das ist cool, oder? Ja, ich würde sagen, am meisten Hauspunkte haben wir auch, dank Quidditch. Okay, davor hatten wir auch schon genügend. Und was haben wir hier? Alle Bildkarten, alle Narben, alle Schlüssel. Einfach alles. Ja, auch noch Harry bin ich. Das bin ich. Harry Potter, der Junge, der überlebte. Wir haben wohl, jede Bildkarte hat wohl auch noch so eine Bildunterschrift. Die interessieren mich aber rein gar nicht. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir das alles ab, oder? Was macht Hermine hier? Die schmollt ein bisschen in der Ecke. Na gut. Dort schmollen wir ein bisschen in der Ecke. Und wir gehen einfach zur Punktevergabe. Denn die war doch hier, oder? Und wie die war, da war. Die Kisten wieder aufgefüllt. Der Schulleiter möchte etwas sagen. Ihr seid scheiße! Was wollt ihr sagen? Noch kann ich euch Hauspunkte abziehen. Mit der Hauspunkteauswertung endet ein aufregendes Schuljahr. Ich möchte keine großen Reden schwingen, sondern gleich mit der Verleihung des Hauspokals beginnen. Gryffindor! Wir haben dieses Jahr wieder gewonnen? Ja, ihr Idioten. Nachdem ihr, Harry und du, Hogwarts gerettet habt, dürfte das ja eigentlich keine Frage sein. Genau. Vierter ist Ravenclaw. Idioten! Ja, Vierter hört sich immerhin noch besser an als letzter. Dritter ist Hufflepuff. Noch mehr Idioten. Wir sind mit dem dritten Platz ganz zufrieden. Und der Zweitplatzierte ist... Ihr seid Zweiter Gryffindors. Ihr seid von Natur aus nur zweite Wahl. Dieses Jahr werdet ihr uns nicht den Hauspokal vor der Nase wegschnappen. Oh doch. Knapp der Disqualifikation entgangen. Slytherin. Was? Idioten, Idioten. Der erste Platz und damit der Hauspokal geht an... Harry Potter. Gryffindor. Nee, nicht Gryffindor, ja. Harry Potter nur. Wir haben es wieder geschafft. Yay. Gryffindor. Hurra. Yay. Ja, und das war's, ne? Cooles Spiel. War auf jeden Fall besser als der erste Teil. Hat auch Spaß gemacht, das alles einzusammeln und so. Und jetzt fehlt ja nur noch der dritte Teil in der Trilogie. Was? Es gibt noch mehr Spiele? Na gut. Die ersten drei sind so ein Pack. Die gehören alle zusammen. Ab dem vierten Teil sind die PC-Spiele nämlich ein bisschen anders. Ein bisschen hundertprozentig anders. Okay, der fünfte Teil ist wieder ähnlicher wie die Teile hier, aber... Und danach weiß ich jetzt auch nicht, wie das weitergeht und so weiter, ja. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel gewesen. Hat mir Spaß gemacht. Fandet ihr es auch cool? Schreibt's doch mal in die Kommentare. So, und ich finde, wir haben das auch hundertprozentig durchgespielt, oder? Also wir haben immer bei Quidditch gewonnen, wir haben alle Duelle gewonnen, wir haben alles gewonnen, wir haben alle Bildkarten, wir haben alle... Ja. Das Einzige, was vielleicht nicht hundertprozentig ist, dass wir nicht alle Geheimverstecke gefunden haben. Sonst hätten wir keine Bildkarten kaufen müssen. Die kann man nämlich alle finden, die Bildkarten. Auch die, die wir gekauft haben. Die konnte man nur kaufen, weil wir die verpasst haben. Also ist ja auch kein Problem. Deswegen würde ich sagen, dass es trotzdem 100% war. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim dritten Harry Potter Teil. Also Harry Potter und der Gefangene vor Alaskar. Und der Gefangene... Nee. Bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban für den PC... Da gibt es ja immer so Unterschiede. Die Konsolen sind eigentlich immer völlig anders gewesen, die Spiele. Bis dahin, wenn ihr wollt. Tschüss.